Hallöchen Leute, willkommen zurück hier bei Dead Island. Komm, lass Antonio raus. Antonio Banderas! Lass ihn raus und hör auf zu zielen. Hi Antonio. I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we're taking a look. Use more help. Geh mit Antonio zum Kontrollraum. Ich will erstmal meine drei Waffen zurückhaben, die ich hier rumgeschmissen habe. Ich hoffe, ich komme da vorne aufs Dach, um diesen Typen zu erledigen. Das wäre sonst echt scheiße. Pack dir das Auto um. Ja, ich glaube, das werde ich dann auch machen. Ach, da war eine Leiter draußen. Hier, ich glaube, hier kommst du drauf. Ja, ich muss ja vorne aufs Dach. Ich ja, guck aber gleich. Ich wette, da kannst du rumlaufen. Ja, ich guck gleich mal. Filters, aha. Aha. I just worry about pressure. It's too low. Too low, Druck. It looks like we have some open fire hydrants. Yeah, 5 of them. Haftbombe-Bauplan, okay. We're wait. If we want tap water, we need to close those 5 hydrants. Okay. Ist das so? Hallo? Yes. We will do it. There's a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrants. Mhm, dafür ist das Auto da. Das ergibt Sinn. Ey Frank, kannst du mit Frank sprechen? Ich versuche meine Waffen zu holen. Jo. Nee, die sind alle, denen geht's allen gut. Also die sind alle tot, wie tot. Mhm. Gottlose gut. Wesen. Oh. Schön auf dem Dach. Aber hier waren noch keine Zombies, also. Oder ist das hier nicht die Pumpstation? Aber doch, muss ja. Ich dachte eigentlich auch, ja. Oh, ein dicker Streitkolben ist hier oben. Oh! Ich höre aber von draußen so. War der nicht hier? Sind meine ganzen Waffen jetzt weg? Au, Scheiße. Der war doch da oben, oder? Ja. Der war da oben, meine Waffen sind weg. Scheiße! Oh nein. Ey, was macht ihr da draußen? Was? Oder war der da drauf? Ich weiß es nicht mehr. Und meint er vielleicht die hier? Ja, es könnte sein. Ah, dann. Hallo, Freunde! Das gibt's doch hier nicht. Scheiße, was waren das denn? Das waren. Super. Also die sind jetzt tot. Richtig gut. Das waren zwei meine beiden elektrischen Waffen. Oh nein. Gut. Also noch besser hätte es gar nicht laufen können. Ja. Hier ist ein Stinker. Ich will da nochmal hoch. Ich guck nochmal. Thank you, Frank. Oh, ja, das war's schon. Gottlose Wesen ist abgeschlossen. Ah, okay. Kannst du ein bisschen Kohle von ihm holen? Der hat 1600 mir gegeben. Weißt du, ich hab's gemacht und 1300? Ich glaube, weil dein Level niedriger ist. Ich meine, die Belohnung geht immer nach Charakterlevel. Er gibt mir einfach weniger Geld, weil ich eine Frau bin. Könnte auch sein, dass er ein sexistisches Schwein, Arschloch, Mistviech ist. Ja, hier wär's. Ja, ne. Nix da. Alles weg. Die Stinker, konnte man die auch abschmeißen, ohne Waffen zu verlieren? Ja, du kannst theoretisch alles abschmeißen. Ohne Waffen zu verlieren. Ja, das hat gut geklappt. Ja, nee, ist. Scheiße, Mann. Oh, das geht mir richtig auf den Sack. Ja, das glaube ich. Aber hier muss irgendwo ein richtig großer sein. Oder sind die Stadtgeräusche, meinst du? Nee, ich glaube tatsächlich, hier ist ein richtig großer. Ah, du bist es. Ach, hallo.
Stay the fuck down. Deswegen. Ich meine Waffe, vergiss es. Naja, ich wollte doch nur das Selbstmörderfleisch haben. Auch da ist er. Ein Schläger Reno. Und da kommt noch ein Runner an. Ja, ja, komm nur Runner. Was wollte ich gerade tun? Nein! Hi! Hi, wer kommt denn da? Hallo, warum kommst du auf mich zu? Hallo? Oh, ein Ausweis. Mach's gut. Käse, Heinz. So, hier ist Hydrant Nummer 1. Sieht so aus, als würdest du Magic wirken. Ich benutze Magic. Oh, warum brennt ihr? Oh, das sind brennende Selbstmörder. Die brennen, weil sie brennen möchten. Ja, und deshalb stecken sie einen auch gut an. Oh, wer kommt denn da? Da ist Dan. Hallo, Dan. Und rechts kommen noch ein paar Brände. Könnt ihr Dan abfackeln? Oh Gott. So. Au, 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 au. So, komm her, Dan. Oh, ist schon tot. Oh, ihr brennt. Sie rennen wieder. Nein. Und woanders. Und die nicht woanders brennen. Sie rennen wieder. Ist das mein Messer? Oh, 21. Ja, kann ich ja nicht aufheben. Da war ja was. Wo bin ich denn hier gelandet? Habt ihr weggebrennenden Mistviecher? Von hier, aber hier ist doch nichts, was brennen könnte. Kannst du ja nicht sagen. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Was macht unser Hund eigentlich? Brennen, nein. Was? Nein. Nee, die schläft. Die schläft, die kleine Maus. Wo bin ich hier? Ja, das frage ich mich auch, wo du bist. Nein. Oh, hallo. Hallo, Freunde. So. Ich habe Freunde gefunden. Die liegen jetzt aber alle am Boden. Das passiert. Ich glaube, die hatten einen Schwächeanfall. Das könnte natürlich sein. Ah, da bist du. Ingi, ich will mein Messer wieder haben. Oh. Das ist falsche Taste. Oh, ja, korrekt. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist eine einzige Ruckelpartie, also hier ist Katastrophe. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, um den anderen Hydranten zu machen. Das finde ich ja geil. Werden die einem angezeigt? Ja, als Quest. Ja, dann müssen wir hier lang. Nö, ich will an den Strand. Wo denn gerne den Strand? Ich gehe hier lang. Da oben drin ist eine Werkbank. Aber da kann man irgendwie rein. Aber das ist noch abgeschlossen. Oh, lecker. Energy und ein Snack. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass mich das richtig ankotzt, dass meine Machete und mein Stockmesser weg sind? Ja, doch. Erwähnt hast du es schon mal? Ja? Echt? Okay, na dann. Ja. Bin hier in irgendwelchen Gassen. Ja, du bist ganz schön weit weg von mir. Ja, ich wollte... Und so. Ich wollte an den Strand und bin irgendwo gelandet. Oh, Sackgasse. Kleine Kiste. Boah, nice. Oh nein, jetzt sind da Zombies und ich kann nicht mehr hin. Weil ich mich hier einbuxiert habe. Scheiße. Hey, ist das ätzend hier.
Habe ich da gerade oben drin was gesehen? Ja, habe ich. Hi, du. So, weg damit. Noch ein Snacky. Snacky, so, ihr seid meine neu gespawnten Zombie-Freunde, ne? Ja. Mehr gibt's hier nicht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Seid ihr tot? Aber anscheinend gibt's hier doch nichts. Hm. Sie sind tot. Das ist traurig. Finde ich auch. Traurige Zombie-Freunde sind traurig. Bomba! Da haben wir hier was auf dem Schiff. Du verlässt den spielbaren Bereich. Natürlich tue ich das. Ist schön hier, ja doch, hat was. Ah. Britisch! Was? Britisch? Ja, genau. Ich habe einen britischen Treffer. Oh, das ist gut. Man kennt sie ja, die... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Ja, hier sind Banditen. Ich werde schon wieder abgeschossen. Aber da bin ich nicht. Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Ich bin tot. Einer war scheinbar noch nicht tot. Ich wollte mich gerade heilen. Oh, es kotzt mich an. Gerade kotzt mich alles an irgendwie. Seitdem die Waffen weg sind. Vor allem habe ich jetzt nur noch starke stumpfe Waffen. Die halten nicht fest. Das heißt, dass ich die Gegner nicht richtig abschmeißen kann. Weil ich immer Angst haben muss, dass ich die Waffen nicht zurückkriege. Wie meine scharfen Waffen. Ja, verständlich. Deswegen, es ist alles Käse. Oh. Ja, naja, man kennt's doch nicht anders. Ich glaube, dieser Hund, ne, den wir vorne im Bus gesehen haben, also für die anderen, für die Zuschauer in der letzten Folge, ich glaube, das war das. Ich glaube, das war das Busfahrer-Maskottchen, weil ich habe hier gerade einen zweiten Bus gefunden und da hängt das Bild auch vorne drin. Also. Das ist wahrscheinlich nicht das geliebte Haustier eines Typen. Oder alle finden das finden den Hund super. Kann natürlich auch sein. Was geht denn hier? Was geht denn bei euch? Sollen wir abhauen? Hier hinten, okay, da war der Strand. Hier unten. Einfach nur Pappekarton. Pappekarton. Hier gelandet. Das wird doch später 100% nochmal ein Laden werden. So offensichtlich, wie das hier aussah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie geht's dir? Was machst du gerade so? 5 Vergiftete. Mhm. Ein Brutalo. Brutalo? Schläger meinst du? Ja, 2 Explodierende. Ja. Ja. Also eine richtig gute Geburtstagsfeier hast du da. Hä? Ja, ist doch schön. Der Brutalo brüllt noch und da kommt noch ein Explodierender gerade um die Ecke. Ist schön, wenn man Spaß hat. Okay, Explodierender ist schon mal tot. Oh, Brutalo, hallo. Hier ist Gifty Boy. Oh, Gifty Boy. The pipes are calling. Okay. Du lebst noch? Okay. Okay, alle tot. Alle tot. Alle tot. Okay. Ich, ja. Hydrant ist zu. Puh. Haben wir hier schon wieder Banditen? In der Quergasse? Ich glaube ja. War ich hier nicht vorhin erst drin? Die standen alle hinter der Ecke und haben sich versteckt. Die waren so gemein. Ich komme da nicht drüber. Das ist ja scheiße. Wow, jetzt will ich mich mit den Banditen anlegen und dann passe ich nicht über die... Dann passe ich nicht über die Mülltonne, weil ich zu fett bin. Weil ich nicht hoch genug springen kann. Oh Gott, ich hasse Messer. Okay. Ich werde nicht mehr mit Messer boxen gehen. Weil die zu kurz sind?
Ja. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Weißt du, gegen die ganzen Special-Sachen überlebt, ja? Über normale Zombies bringen mich um. Soll ich ein Messer? Ich kenne das Problem. Oh Gott, nein! Normale Machete. Renn mir doch nicht hinterher, ich muss die Waffe wechseln. Blöde Alter! Böse Doppelklinge. Oh Gott! Bist du hier der Brutzler, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich muss erstmal. Ja, ja. Penner, ey. Anything useful? Im Inventar ausmisten, glaube ich. Ja, ich mach das auch mal. So, kraftloses Bo braucht keiner. So, du? Zerbrechlicher Morgenstern. Fallen lassen, aber so ist man. So. Die Machete nehmen wir mit. Eigenbaumesser fallen lassen. Das gut, auch wenn ich es noch nicht mitnehmen kann, das behalte ich. Hackmesser kommt weg. Die kommt weg. Ein Schraubenschlüssel. So. So, die ist gut, deswegen behalte ich die mal. Ja, naja, gut. Was habe ich denn? Ich habe gesagt, das wollte ich. Yes, das wollte ich. Und. Oh, ein Schnack. Schnack ist immer gut. So, ich frage mich. Ich meine nicht, dass ich das unbedingt brauche. Okay. Das ist ja. Ja, ach. Oh, cool. Ich glaube, der Spiel schmiert gerade bei mir auf. Ja? Ach nee, der hatte sich bloß im Regenschirm verfangen. Da war gerade ein Runner, der nicht weiterlaufen konnte. Okay, ignorieren wir das. Das Eis kann ich nehmen, okay. Au, ernsthaft? Ich mache einen Special-Schlag und du kannst mich einfach umklopfen. Schon möglich. Weg mit dir. Und Level Up machen. Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Wo bist du? Ich bin auf unserem Dach. Ach, du hast es auf unser Dach geschafft. Bin einfach wieder am Anfang. Ich habe mich da überall durchgeschnetzelt und bin jetzt hier wieder am Anfang. Ja, das ist doch schön. Bisschen traurig, oder? Schon. Vor allen Dingen, weil ich das erst... Ich war ja die ganze Zeit hier in der Ecke und ich habe nicht erkannt, dass ich einfach da bin. Eigenbaumachete. Ja, so. Gut. Soll ich zu dir? Willst du zu mir? Wie sieht's aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme zu dir. Bei dir müsste nämlich gleich auch so ein Dingens sein. Ihr Hydrant, der ist bei mir in der Nähe, ja? Ja, genau deswegen. Ich komme. 108 Meter entfernt. 107. Oh, und da ist ein brennender Zombie. Ja. Oh, da ist ein Dings. So. Wie, das hast du überlebt? Wie, ich hab... Was hab ich überlebt? Nee, nicht du. Der Sack hier. Okay, das ist keine gute... Ja. Und hier standen die eben alle, ja? Ja. Und hier in der Ecke haben sich dann die restlichen giftigen Gase versteckt. Ja, ist doch schön.
Und der Schläger und alle, ja, das war schon So, den spaßig. Hydranten hast du dir schon ausgemacht, ne? Ja, der war hinter dir. Okay, dann folgen wir jetzt der Straße und dann ist der nächste neben dem Händler und dann würde ich da auch direkt mal verkaufen. Wenn wir schon mal da sind. Oh, warte mal. Ernsthaft? Das ist halt auch scheiße. Das ist keine gute Waffe. Also ich. Der Basie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Basie vorher war stärker. Man hält es kaum für möglich, aber ohne Oh die. Gott, ich will mein Messer wieder. Ich dachte, du machst nicht mehr mit Messern. Nein, mein, wie heißt das denn? Machete. Habe ich Machete auf ihn reingeschmissen, genau. Ernsthaft? Ja. Nee, Entschuldigung. darum geht's mir nicht. Ich habe meine Machete gerade daneben gehauen. Wie bist du jetzt hier gerade gespawnt? Wirklich? Ich habe sogar gesehen, wie sie gerade gespawnt ist. Kollegin da. Ja. Hi du. That's it. Hang. Durch mit dir. Und auf den Kopf. Ich will die immer zerlatschen und du bringst sie um. Entschuldigung, ich bringe jetzt gar keinen mehr um. Nein, mach das nicht. Warte, ich. Na, das war's schon. Habe ich mir aber auch spannender vorgestellt. Oh, der ist ein bisschen gefallen. Hallo, bleib liegen. Dort nehme ich mit, einfach nur weil ich es kann. Oh, oh. Ja, hier sind wir richtig. Das sehe ich schon. Ja? Wie kommst du drauf? Habe ich so ein Gefühl. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Aua, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin tot. Ah, in jedem einzelnen Spiel weiche ich mit Alt aus und hier weiche ich mit Leertaste aus. Oh yeah, bring in the pain, baby. Oh, ihr kommt wieder! Oh Gott, ich bin kurz vor Sterbikus. Ich bin Sterbikus. Ja. Ja, ein giftiger Komponentenname. Hat mich geknuddelt. Aua, wie? Ach so, Rami hat mich erwischt. Oh Gott, ich stehe so. Ich spawne sogar in dem Smog hier gerade. Oh, da dreht er sich in dem Augenblick um. Ist das dein Ernst? Wow, wie schnell der sich gerade umdrehen konnte. Willst du mich verarschen? Ja, Ramito ist übel. Ey, Ramito. Aua! Jetzt kriege ich hier einfach einen gelatscht. Das ist ja scheiße. So, hier. Penner. Oh, ich Ja, hasse hat die Rammer. du auch. Ich auch? Ich hasse die Rammer Nee, auch, oder? der ursprünglich giftige hier. So. Ach, hier sind wir wieder. Ja. Wir gehen einfach einmal im Kreis. Nee, wir gehen nicht zurück. Wir gehen eigentlich einfach nur zurück. Boah, ich brauche hier ein bisschen. Achso, das ist nur Alkohol. Ich dachte, das wäre. Nein. Ich dachte, das wären Lebenspunkte. Oh ja. Hier ist noch ein Snack für dich, falls du einen brauchst. Ja, aber erstmal muss ich meine Macheten hier Dann esse ich den wieder. Schnecke, die Schneck-Schneck. Ah, Küchenmesser. Puh. Also. Das brauche ich. Peng, peng. Ach, der ist schon down. Was war das denn jetzt gerade? Keine Ahnung. Hat dich das Gift gekillt vielleicht? Der war ja noch leicht stinkig. Aber ich war gerade voll. Achso, ja, dann kann ich es dir nicht sagen. Wo bin ich gerade gespawnt? Wo bist du? Meine beste Machete ist nicht da. Ja, die liegt hier. Die liegt noch in dem Typen. Deswegen schnapp sie dir. Ja, toll. Ich nehme natürlich das Ja, Tauchermesser. das kannst du aber gleich verkaufen. Wir sind hier ja bei Shoppinator LP. Ja, jetzt habe ich schon wieder das Falsche genommen. Ey, ach.
So, okay. Küchenmesser weg. Eigenbaumesser weg. So. Kraftloser Schraubenschlüssel weg. Den verkaufe ich jetzt trotzdem. Die kommt weg. Der kommt weg. Feuer ist scheiße. Weg! Verformte Pistole kommt weg. Stehe ich im Weg? Ja, sorry. So. Jetzt kann ich. Messer weg. Nein. Jetzt hätte ich gerade fast was gekauft. Ja, die Sicher ist halt auch irgendwie nicht so geil. Das genagelte Tonfa, brutaler Morgenstern, scheiß drauf. Ein genagelter Stock, der ist gut. Das gefährliche Bo ist scheiße. So, okay. Dann habe ich jetzt wieder eine normale Anzahl von Waffen, auch wenn ich meine Elektrosachen vermisse. Aber naja, wer soll denn damit rechnen, dass die einfach despawnen, wenn man mit der Quest weitermacht? Streitkolben, ich bin immer noch am Überlegen, soll ich den weggeben oder nicht? Das ist halt eigentlich gar nicht meins. Also dann verkaufen doch, ist doch alles legitim. Ja, das stimmt wohl auch. Ich könnte so viele Sachen hier verkaufen. Ich habe so viel Zeug im Inventar. 13 mal Zitronensaft. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wofür man das brauchen könnte, ich gestehe. Ich lasse die Sachen alle drin, weil... bin mir da zu unsicher. Oh, jetzt habe ich einfach gar keine Waffen mehr. Hatte ich die ganze Zeit. Oh. Was ist denn da? Upsi. Ausrüsten dahin. Ja, jetzt habe ich wieder alles voll. Es passt genau. Ja, bei mir auch. Ich habe auch genau 7 Waffen. Doch. Ich bin glücklich. Wobei, ich habe überlegt, hast du dir auch die Sichel bei dem gekauft? Nö. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich sage... Scheiße. Sicheln sind Kacke. Sicheln sind Kacke? Warum sind Sicheln Kacke? Ich komme mit dir nicht klar. Das Tonfa hier. Aber das wäre besser an sich. Aber das ist halt schon aufgelevelt. Deswegen ist das... Die Machete ist eine Machete. Komm, ich verkaufe dir das scheiß Tauchermesser. Das benutze ich eh nicht mehr. Habe ich jetzt noch genug, um meine Sichel zu leveln? Ich habe Sichel noch nie so wirklich benutzt, aber... Nee, die sind da. Die sind halt nicht so fein. Obwohl meine Sichel 524 Damage hat? Damage haben die gut, das ist nicht das Ding, aber... Spielen sich nicht so gut? Nee, gar nicht. Gar nicht gut. Das also Messer sind schlechter, aber... aber Sicheln haben Platz 2, würde ich sagen. Ja, sind halt wesentlich kürzer, ne? Ja, warte mal, kann ich denn? Boah, die sind ja eigentlich vom Level her alle nicht so geil. Toll. Ich habe noch ein Küchenmesser gefunden, das kannst du haben. Oder war hier in dem... Nicht doch irgendwo irgendwas, was ich mitnehme? Machen wir das mal gucken. Ich gehe hier einfach mal lang. Wo bist denn du? Hier auf der anderen Seite des Zaunes. Hier, hallo. Hallo. Ich bin vom Auto gefallen. Also hier wollen wir jetzt lang gehen? Na, ich habe unten auf dem Radar die Katze auf dem Dach. Hilft dem Mann. Genau, ich habe die Zombonenten gesehen. Hier gibt's Snacks. Und eine Truhe. Ernsthaft, dass Dietrich, du mir nicht hilfst, dem Mann zu helfen? Dietrich 2. Ich komme. Ja, jetzt ist Oibon schon gerettet. Jetzt geht er da rein. Gucke. Ja, Dietrich 2. Dankeschön fürs Cash. Na, ja. Gut, das... Also Dietrich hier hinten in der Ecke. Ja, ich guck mir das mal an. Bin ich vielleicht ein bisschen böse? Bisschen ist gut. Okay, Oibon ist gerettet, das ist gut.
Haben wir hier noch irgendwas? Müdender Messingschlagring, hurra, aber ich kann noch was snacken. Große Batterie. Ja, da ist noch ein Energy, falls du noch einen brauchst. Ansonsten sind hier nur Computerteile. Computerteile sind gute Teile und gute Teile sind Computerteile. Woo. Oh Gott, wie der Wind hier gerade abgeht. So, was sagt denn der Jäger? Heute ist nämlich immer noch Sturmtag. Wir haben jetzt Sturmtag Nummer 2 und deswegen... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin doch nur hier gewesen, um zu gucken, ob man da irgendwie durchkommt. Meine Güte. Ach Gott, 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 Gott. So, jetzt einmal hier außen rumlaufen und dann den letzten Hydranten noch zudrehen und dann ist alles chillig. Das ist jetzt... Ha? Ich muss mal gerade... Was denn? Was ist los? In-game oder out-game? Im-game. Was ist denn los? Ich habe mir eine wunderschöne... Klinge fertig gemacht. Mit Modifikation. Die ist jetzt weg. Ich habe nicht mal einen Zombie damit geschlachtet, die ist einfach weg. Schön. Hast du sie geschmissen oder so? Ich habe nichts damit getan. Ich war doch plündern. Ist sie an der Werkbank runtergefallen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber... hier an der Werkbank liegt nichts. Keine Ahnung. Nee, ich habe bloß die eine aus der Kiste genommen. Und deshalb dachte ich jetzt gerade vielleicht irgendwo in meinem Inventar, aber nö. Die ist einfach weg. Hattest du die denn ausgerüstet? Hat er die vielleicht getauscht aus Versehen? Habe ich ja auch gedacht, aber ich habe ja auch im Inventar geguckt. Die ist einfach weg. Ich komme mir vollkommen verarscht vor, weil gerade erst modifiziert. Liebling? Ja? Frag mich mal. Jetzt teilen wir wenigstens das Leid, gute Waffen verloren zu haben, hä? Ja, ich weiß ja nicht mal, ob die gut war. Ich habe die ja nur nicht einmal ausprobiert. Was hast du denn gemacht? Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr. Was auch immer es war. Oder war es das? Ich glaube, das war's. This is for you. Das könnte es gewesen sein. Flexibler Schlauch. Oh, hier brüllt was. Brüll mich nicht an. Das sah elegant aus. Ja, das war das. Ja. Ja, das habe ich jetzt wieder gemacht. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt da. Was ist es? Das hier. Wie hieß es denn? Ach, Strom. Okay. Ach, das ist Strom. Weil es stand irgendwas mit brennend oder glühend oder so da. Ja, kann auch sein, dass das Ding erhitzt, aber es sind halt Drähte dran. Deswegen sieht es für mich aus wie Strom. Wer brüllt denn hier so? Noch weiß ich's nicht. Aber eine Sache weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, du würdest eh nicht in die Situation kommen, das machen zu wollen. Weil man dafür Baseballschläger verändern muss, modifizieren muss. Fackel ist irgendwie ganz komisch. Ist irgendwie eine ganz, ganz komische Verbesserung. Ja, und die macht hier nichts. Die haben immer nur eine bestimmte Prozentchance, den Effekt zu aktivieren. Ah, okay. Ernsthaft. Hier, deine. Ich habe das Gefühl, dass die vorher besser war. Ja, hatte ich mit der Fackel genauso. Oh, da ist ein Dicker. Du hast ihm den Kopf abgeschnitten. Hier stinkt es. Hey, mein Freund.
Wir sind irgendwie böse zu denen. Ein bisschen. Oh! Falsch anvisiert, oder? Ja, eigentlich schon. Oh mal. Krieg ich das mal? Ich konnte sie ihm aus dem Körper ziehen. Ja, das habe ich am Anfang auch immer gemacht. Aber ja, er hat mich ein bisschen doof geschlagen, würde ich sagen. Aua. Ach, ich habe wieder ein Messer in der Hand. Oh, wer braucht denn das? Ja, das muss ich auch sagen, ist ein bisschen nervig, wenn man irgendwelche Waffen schmeißt, dass dann immer irgendwas ausrüstet. Ja, das ist ein bisschen doof. Stimmt schon. So, das war's. Also irgendwie, ja. So, wir sind wieder zurück. Lass uns mit Helen sprechen und dann die Folge beenden. Waren das schon 5? Ja, wir haben alle. Ich dachte irgendwie, das waren nur 4. Ich hab nicht mitgezählt, ich merk schon. 3 haben wir zusammen gemacht, einen hab ich gemacht, einen hast du gemacht. Wir haben 3 zusammen gemacht? Ja. Ich dachte irgendwie, wir hätten 1 zusammen gemacht. Den ersten, den vor dem Shop und den jetzt. It's over. Mach 3. Oh, was so. Willst du denn hier? Mother Helen told me that you can be trusted. Our brother Grant needs someone to help him with the town's public address system. Mhm. I must tell those who are still alive that they can seek sanctuary here. Ja, bestimmt wohl. Natürlich. Oh, zu Grant? Nee, ich würde gern helfen, aber nicht mit Grant. Nee? Nee, Grant ist kacke. Aber Grant? Nee. Mhm. Den wollte ich noch verkaufen. Ne, ja, genau. Bringe die Aufzeichnung zu Garrett Grant. Ach, er heißt Garrett. Grant ist der Nachname. Ja, dann will ich mal nicht so sein. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Was? Warum sollte ich dich in Versuchung führen, Helen? Sag mir das. Ach ja, ich strecke mich und recke mich und frag mich, was Lizzie tut. Sorry, Blüte, sorry, komme. Hä, wo ist denn die Alte? Hinten drin. Warum ist die verschwunden? God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here. You will have to search in the wealthy part of town. Unfortunately, there's no good way to get there. The wealthy didn't want the poor taking what was theirs. So they destroyed all the bridges, cutting themselves off from the rest of the city. I don't know whether you wish to save the world or bring it down. But until time ends, we can still save the innocent. One of our flock, Joseph, knows the way. He will help you. Joseph? Okay. Ich hoffe nicht, Joseph sieht, aber... Halt die Fresse, Cinnamoy! Listen, Laura, that orphan girl I was telling you about, she's got 104 fever. She's delirious. Thinks Bobby's trying to kill her. People are starting to panic. They think she's infected. She's only 10 years old, and they want her dead. Look, I know you're doing your best, mates, but time's running out. Every minute counts. Ja, wenn jede Minute zählt, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Folgenpause. Genau, machen wir schnell eine Folgenpause und dann geht's beim nächsten Mal weiter und dann gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Bis denne. Bis denn.